So, meine Freunde der Sonne. Kyragon hat für mich ein Gamble vorbereitet, wie ihr das hier schön in dem Dash sehen könnt. Und zwar haben wir ein paar Double Corruption und ganz vieles selbst gefarmt, wie er gesagt hat, Watcher's Eye. Wir werden auch direkt mit dem Watchers Eye anfangen und werden die einfach mal alle gemeinsam IDEN und hoffen mal, dass wir für ihn noch was Gutes rausziehen. Wenn ich es richtig gelesen hatte, sind das Elder, also normale Elder. Also wir haben nur zwei Mods. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen, gehen jedes Eitel durch und hoffen mal, dass wir ein Big Ticket rausziehen. Falls ihr auch gerne einen Gamble bereitstellen wollt, könnt ihr mich gerne im Discord kontaktieren. Joint einfach. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bin ich gerne bereit dafür. Ist natürlich immer cool. Find natürlich für mich auch, ich kann besser oder mehr Content createn für euch und ihr könnt natürlich auch gerne dazu was bereitstellen. Wir fangen jetzt aber direkt an und wir hoffen mal, dass wir gut was rauskriegen. Das erste: Vitality, Flash, Purity of Lightning. Rotz. Anger, Convert und Non-Channeling Clarity. Glaube nicht, dass das viel wert ist. Aber wir können ja mal reinschauen. Das hier nehmen wir raus. Ah, vielleicht ein Ex. Könnte man vielleicht sagen, kriegt er für einen Ex weg. Affected by Enfeeble and Vulnerability. Ich glaube, das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Chaos Resi und Purity of Elements. Double Purity of Elements. Ich weiß nicht, ob Leute sowas benutzen. Aber. Das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Zap. Okay, ich habe nichts gesagt. What the fuck? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. 6x für das. Ja, gut, ist halt Doppelmod, ne? Ist halt gut. Pride und hat gar keine Synergie zusammen. Ich weiß nicht, ob der eine Mod was Solo kostet, aber. What the fuck? What the fuck happened? Double Hatred? What? Das ist richtig, richtig was wert. What the fuck ist das? Holy shit, ey. 115x. Das ist das beste watches Eye, was ich je ID't habe. Ich muss mal kurz gucken, was kosten die überhaupt an ID't? 1,2x und er hat 30 Stück provided. Das heißt, das sind in etwa, sag mal, sag mal, geh mal hoch an, 40x. What the fuck ist da einfach nur los, ey? Holy shit. Fucking double hatred. Wir können eigentlich aufhören, ne? Das war's. Also, ein Single-Mod mit Anger-Crit, Diversifier, das ist auch nicht gut. Wir haben hier Determination-Haste, das ist auch nicht gut. Malevolence, Damage over time und Lightning äh, Leech by Vitality. Ich glaube nicht, dass das was wert ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Denn. Was ist hier los? Okay, das ich weiß nicht, ob es nur die Kombi ist, weil die so selten ist. Vor 10 schönen 2 Tagen. Oder ob die einfach gut ist. Also, ich würde. Die Nome Level sieht man ja hier. Ne? Die ist halt schon 3x-wert. Also, das ist auch halbwegs gut. Aber, ob's, ja. Okay, wir haben hier. Sealetree und Enger. Nicht, sieht nicht gut aus. Determination Grace. Ist auch eher defensiv. Wir haben hier schon wieder einen Doppelmod. Sealetree, Cast Speed und Consecrated Ground wird hier exhaust. Ah, ja, ist nicht zu viel wert, aber sieht auf jeden Fall cool aus mit einem Double Mod. Schade. Penetration, Movement Speed, das könnte auch was sein. Movement Speed wollen die Leute, Pen wollen die Leute auch. Ne, nichts wert. Schade. Obwohl das halt gut aussieht. Ne? Also so eins würde ich halt auch nutzen, weil es halt einfach wirklich nice ist. Double Damage, Pride und Anger Conversion ist, glaube ich, Rotz. Clarity, Sealetry. Ganz viel Sealetry hier unterwegs. Disziplin und Tillground. Das ist richtiger Müll. Grace and Anger. Mh, auch überhaupt nicht gut. Clarity, Recoup, Mana, Anger, Leech. Rotz. Was ist das denn? Reduce Reflected elemental Damage to Take and purity of Elements. Physically Reflect by Determination. Das gewinnt auch so ein Award mit dem anderen, eines der, der nutzlosen Teile zu sein. Enger Leech, Unaffected Poison, Malevolence. Ich weiß gar nicht, ob man das doch benutzt für diese Poison Builds. Das gab's mal. Ah ne, 10 Chaos. Gab mal diese Poison Builds, dass man Poison auf sich gesteckt hat und immer weiter und weiter. Und dann hat man halt Malevolence oder die Bootscraft genommen, dass halt man trotzdem Poison drauf haben kann, aber Poison auf einen nichts gemacht hat. Single Mod mit Hatred, das ist nichts. Fire Damage, Enger, Phasing Haste. Oh mein Gott! Wir haben einen ES on Hit. Also Discipline ES on Hit kostet was? Damage, Element, sie inflict 5% faster mit Malevolence. Das weiß ich nicht, ob das was wert ist. Äh, da bin ich mir nicht sicher. Wir können ja mal nachprüfen. Ne, der, der Mod ist gar nichts wert. Ist CES, Solo. Naja, ah, hier haben wir wieder die Blockade drin. Ja, ungefähr 2x. Ja, ist nicht so viel wert, aber trotzdem okay. Double Damage, also die D von Pride und Uneffected e ist Rotz. Intimidated Malevolence ist auch Rotz. Recoup Mana ist auch Rotz. Leech bei Wrath und Leech by Anger. Double Leech habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das jemand nutzt. Also ich würde es nicht benutzen, nur für extra Leech. Das ist irgendwie kacke. Oh, uh, wieder ein Doppelding. Mit Clarity. Damage Taken Before Dings. Das ist so MOM-Style und Recoup... Äh, recover. Uh, weiß nicht, ob man sowas benutzt für irgendwie so ein Arc Mage bild oder so. Nee. Kostet gar nichts, gibt es auch. Und als letztes haben wir noch Sealetry Consecrated mit Hatred. Das könnte vielleicht auch ein bisschen was sein. Ne, auch nichts. Okay, das sind wir auf jeden Fall durch mit denen. Auf jeden Fall das Wort just, hey, holy shit. Äh. Ich, hau mal eine, ich hau mal ein paar Divines drauf für ihn. Also das, das kann man ja gar nicht so lassen, so schlecht gerollt. 15, 1,2. nee, das ist zu wenig. Wir ballern jetzt alle die Weinze durch, die, die wir haben. Alle. 15 und hoch. 15 und hoch. Wir haben noch 4. 3, 2, 1. Ah, okay, ist nichts geworden. Auf jeden Fall, holy fuck, ey. Das ist, das Watcher's Eye ist so big einfach nur. Ist auch eins der besten, was ich je selbst gesehen habe. Gut, dann machen wir mit den High Templar weiter, würde ich direkt sagen. Erfahrungsgemäß bei mir ist es so bei diesen Gloves, ich hau dort ein, zwei Wahlops drauf und die sind Dead. Also ich glaube nicht, dass sie lange leben. Juragon meinte, bei ihm ist das genauso, also ist nicht schlimm. Wir haben Walkway Gem immerhin schon mal nicht gebrickt. Ele Weakness, nicht, nee weiße Socke, Rip. Ja okay, immerhin vier Stück, zwei Duration Gems. Ich sag ja, ne? Also die halten bei mir nicht lang. Brick. Also, was soll ich sagen, ne? Also das ist halt so stupid. Vulnerability. Weiße Socke. Nichts. Weiße Socke. Nichts. Nichts. Despair und Hit. Curse Gems. Rip. Ja, okay. Aber die hat wirklich mal lange durchgehalten, ne? Aber war, war mir irgendwie klar, dass die auf jeden Fall alle Bricken werden. Dann natürlich gerne so zurück, wie sie sind. Wir werden uns jetzt einmal in den Tempel begeben und werden dort mit den Double Corruption etc. anfangen und werden am Ende noch den da machen. Also bleibt unbedingt dran, verpasst nicht, wie der da dann puft. Ich also bin mir ziemlich sicher, dass der puft, oder so, weil sowas muss er einfach pufen. Ich würde es ihm natürlich nicht gönnen, ne? aber ich kenne ja meinen Luck. Und falls ihr das andere Video gesehen habt, dann wisst ihr ja ungefähr, wir haben. Bei den cluster trubeln von Kleene hatten wir 28 Corrupted und insgesamt sind gebrickt. Davon glaube ich 15 oder 16 sogar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das drauf geht, ist schon sehr hoch. Er hat uns hier die Omniscience mitgebracht. Die sind, so wie ich gesehen habe, auch alle sehr gut divine und hat, haben die Attribute Modifier drauf. Kurz zur Erklärung, warum man die Attribute Modifier drauf macht, ist, wenn man den Corruption hittet, dass man mehr oder das Prozent Int oder Prozent Stärke drauf bekommt. Dann ist es so, dass der von diesem Attribute Catalyst auch effektet ist. Deswegen macht man das vorher unbedingt drauf, weil dann geht nämlich dieser 6% Mod auf 7 hoch. Und das ist natürlich richtig stark für das Bild, weil man genau das haben will. So, das ist. Double Corruption. Ich sage, das erste puft. Bam. Ja, okay. Es ist ja das äquivalenz Ein Minus 1, nice. So, der erste Gem, Double Corrupt. Wir haben hier Summon Skeletons. 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 Ich glaube, da will man 21 Wahl haben. Wir hauen direkt mal drauf und bam. Schade, wir haben den Wahl bekommen, aber nur 2020 geblieben. 10 Chaos nur. Ist, ist ein RIP. Double Corruption Nummer 2. Wir pufen das nächste. Bam. Uh. Oh, ist nichts passiert. Oh, ist das ärgerlich, ey. Ja. Wenn immer nichts passiert, das ist es immer so, äh, fühlt sich so wasted an. Also wenn es kaputt ist, fühlt sich gut an, aber wenn es irgendwie nichts passiert, ist das irgendwie so wasted. Jetzt sind wir beim nächsten Gem auch direkt. Den hauen wir noch direkt drauf und bam. Uh, minus ein Level, minus 5 Quality. Der ist richtig kaputt. Yes. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, hier, ja, Der Kyragon bringt mir ja nichts mehr, wenn ich hier seine ganzen Sachen zerstöre. Obwohl, wir haben ja eh schon, ne? Allein dieses Watches Eye, das ist ja einfach über 100x. Das ist ja eh schon GG. Aber ja schon alles wieder gut gemacht außer natürlich wir ballern am Ende den Headhunter kaputt dann ist total rip wenn der Headhunter weg ist weiß gar nicht was der gerade kostet wir können ja mal überprüfen ohne die, ey, ohne die Mods geprüft ist er aktuell 88x na okay das geht ja das ist ja jetzt nicht so wild ja es ist halt schon viel ne? aber es ist jetzt was anderes wenn er jetzt so in 200x wäre oder wenn es ein Mageblatt wäre Hyrogon hat auch gesagt, er will seinen Mageblatt nicht opfern, weil den kann er sich nicht neu leisten Beim Headhunter geht's, weil der nur von seinem Zweit-Char ist. Aber der Mageblatt, der ist auf seinem Auras, kann, den kann er halt nicht bricken. Aber wir holen ihm jetzt einen Omniscience mit sieben Attributen raus. Pass auf. 3, 2, 1 und bam. Determination und Pride. Schade. Ich weiß gar nicht, ob das benutzt wird. Holy. Immerhin ein Double Grab, ne? Double Grab das ist immer cool zu sehen. Ja, machen einfach mal hier die Dinger noch nebenbei auf. So, jetzt holen wir noch ein 21er halt ein Skeletons raus. Oh mein Gott, ist das ärgerlich. Ein 21, 23er. Na, 15 Kerls ist halt leider auch nichts wert. Schade. So, dann hauen wir den nächsten Sammel Skeletons rein. Und der wird jetzt 21. Oh, 23 und Wahl. Ist das scheiße. Oh, das war so gut. Das hätte es werden können. Ja, wir haben jetzt ja natürlich noch keins gab was gepufft ist. Also, das wird jetzt, ne, naja, also ich leg's extra hier in mein Inventar und ihr werdet sehen, es wird verschwinden. Block Chance und Determination. glaube, könnte das was wert sein? Gibt's das überhaupt? Nee, ist nur ein Ex. Schade. Also, es gibt es, es ist leider nichts wert. Man will wirklich nur die Attribute drauf haben. Alles andere ist komplett egal. So, jetzt das letzte Omni Science, was wir haben. Danach kommt dann der Headhunter, ne? Also, das wird hoffentlich puffen, damit der Headhunter dann nicht pooft. Ja, sehr gut. Puh. Puh. Jürgen, es nicht übel, aber ich habe das nur gemacht, damit der Headhunter gleich überlebt. So, haben Skeletons Nummer 5. Und? Yes! Guckt euch an. 2120er. Fuck. Oh mein Gott. Was? Ich habe jetzt mit 5x gerechnet. 12x. What the Fuck. Ich könnte das ja einfach rausschneiden und sagen, ich habe nie einen bekommen. So, das ist der letzte Gem. Ich bin, ist es egal, was rauskommt. Wir haben den 21er gerade getroffen. Deswegen ist es, ja, okay, war klar. <laughs> Minus 1 noch zum Abschluss. Und wir gehen jetzt noch nach oben. Holen uns jetzt auf jeden Fall noch den Headhunter Corruption ab. Ich hoffe natürlich ganz stark, dass er nicht brickt. Weil, ja, es ist halt schon sehr schade, wenn er einmal kaputt geht. Aber das ist ja meistens immer so. Wir haben ja extra gerade das Omniscience Science nochmal gewasted oder beziehungsweise gepufft und jetzt holen wir uns einfach ganz schnell den Double Corrupt. Ich hau einfach drauf, guck nicht hin, mach, ich guck weg. Ihr seht das, hab nichts gesehen. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ihr wisst natürlich jetzt, ich gehe jetzt raus. Uh, er lebt noch, ich, er lebt noch. Er ist nicht schwer geworden und andere Influencers würde man sehen und er ist nicht gepufft. Also es kann nichts passiert sein. Also mein Finger euch gezeigt hier. Kann nichts passiert sein oder Double Corruption. Ich gehe schon mal raus. Ich gehe schon mal raus. Ich gehe schon mal raus. Ich bin richtig gespannt, ey. wenn das ein Crit-Multi ist, ne? So also meine hat ja nichts drauf. Also wenn das jetzt ein Crit-Multi wird, dann muss ich. Dann muss ich. Ah! Ich, ich, ich werfe erstmal alles hier rein. Ich werfe erstmal alles hier rein. Und? Oh, nichts passiert. Schade. Schade, schade. Aber, na, ne, also ich kann es auch mal sagen, wir haben das Hatred haben wir bekommen mit 21 20er Summon Skeletons. Wir haben leider nichts Gutes bei den Omniscience getroffen und sogar zwei zerstört. Naja, High of Templar war klar, dass das passieren wird. Headhunter überlebt zum Glück auch noch. Da kann er sich sogar, wenn er es sieht, ne, mit dem da kann er sich sogar noch seinen Sechsling abholen. Auf jeden Fall, das war Big Ticket. Wird wahrscheinlich overall trotzdem ein kleiner Verlust gewesen sein. Ist natürlich auch fürs Entertainment, für Fun. Falls es euch auf jeden Fall gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare oder besucht mich mal im Discord, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, euer PJ. Ciao.